sind so hier die Vorantreiberin heute. Wie ist es jetzt so? Das Urteil ist gefallen. Das ist natürlich eine herbe Enttäuschung für uns, aber das ändert nichts an unserer Auffassung, dass das Asylverfahren ungerecht ist. Und sie zeigt das als Jurist, das ist nicht zu Recht. Tatsächlich geht es bei dem Vorwurf der falschen Verdächtigung nicht darum, ob sie vergewaltigt wurde, sondern darum, ob sie glaubt, vergewaltigt worden zu sein, als die Anzeige erstattet. Und das hat meiner Meinung nach das Gericht nicht ausreichend nachgewiesen. Also es ist eigentlich sehr nachvollziehbar, dass sie zumindest glaubt, vergewaltigt worden zu sein. Viele Menschen haben das Video gesehen und sagten, ich bin gerade zu einer Vergewaltigung geworden, ich habe etwas ganz, ganz Schlimmes gesehen. Es ist nachvollziehbar, dass sie zumindest glaubt, vergewaltigt worden zu sein und damit hätte ein Freispruch erfolgen müssen. Dann haben Sie ja gerade gesagt, Sie schicken immer eben ein Video, also stehen Sie auch in engem Kontakt zu ihr? Ich kenne sie persönlich nicht, aber ich wollte ihr nun ein Video von unserem Protest hier schicken, weil ich weiß, dass sie schon gegangen ist und das nicht mehr mitbekommt. Und wir hatten bei Urteilsverkündung den Schuldspruch angehört und sind dann huhend aus dem Saal gegangen, um Protest zum Ausdruck zu bringen. Und ich wollte jetzt nicht, dass sie es missversteht, dass wir sie jetzt im Stich lassen. Also wir stehen weiter an ihrer Seite. Aber ist man dann nicht auch ein bisschen enttäuscht? Man schlägt sich hier auch die Tage um die Ohren und dann geht sie den Winterausgang raus und ihr habt hier wirklich was aufgebaut. Ja, ich verstehe aber auch, dass sie sich jetzt zurückzieht, weil ich glaube, dass sie vergangenen Monate sehr, sehr belastend gewesen sein müssen. Und also ich verlange jetzt nicht, dass sie unbedingt jetzt noch mit uns schön für Fotos posiert, nur weil wir hier mit ihr protestiert haben. Also ich glaube, was für sie jetzt Priorität haben muss unbedingt, dass sie sich darum kümmert, dass es ihr gut geht. Ja. Gerade heute muss unglaublich belastend gewesen sein. Dieser Yüksel D., ein Ex-Freund von ihr, und auch Sebastian Castelo Pinto, der beim letzten Verhandlungstag als Zeuge geladen war, waren heute als Zuschauer im Raum. Es ist völlig unklar, warum das notwendig war. Und Herr Castelo Pinto hat auch alles permanent kommentiert, auf abfällige Art und Weise. Das ist nicht besonders respektvoll ihr gegenüber. Ich glaube, dass sie darunter sehr gelitten haben, jetzt sich zurückzuziehen. Alles klar, vielen Dank.